Der Coronavirus ist auf dem weltweiten Vormarsch und die Medien überschlagen sich mit Hiobsbotschaften und angsterzeugenden Szenarien. Und doch ist es irgendwie ruhig. Und kaum ein Mensch in meinem Umfeld reagiert mit Panik. Im Gegenteil, in jedem Kontakt spüre ich fast etwas Friedliches, etwas Verbindendes und Hoffnungsvolles. Was geschieht hier? Der Mensch wird als die Krone der Schöpfung beschrieben. Und ich glaube, das wird er sein, wenn er seine ganze Schöpferkraft nutzen lernt und sie verbunden mit seinem Herz auf diese Erde gibt. Seit langer Zeit bereitet sich die Menschheit darauf vor, diesen Sprung zu wagen, sich zu ermächtigen aus den alten Strukturen der Angst, der Opferhaltung, dem trennenden Denken und dem Mangelbewusstsein zu erwachen und auszusteigen. Und dieser Prozess hat in jedem Menschen stattgefunden. Für einige spürbarer als für andere. Und jetzt ist es Zeit, diesen gemeinsamen Schritt zu gehen. Corona bedeutet der Kranz, die Krone. Du darfst dir als Krone der Schöpfung deine Krone der Schöpfermacht wieder aufsetzen. Was, wenn dieses Virus nicht unser Gegner, sondern unser stärkster Verbündeter ist? Der wahre Virus ist die Angst. Und an der geht es nicht vorbei, sondern mitten hindurch. Denn nur das entlarvt sie als Illusion, die sie ist. Die Welt ist überhitzt. Die Menschen glaubten nicht genug zu bekommen, nicht genug zu sein, um geliebt zu werden. Und Opfer der Umstände und ihrer Emotionen zu sein, die sie vermeintlich beherrschten. So haben sie gestrebt, gekämpft, gelitten und nach Gerechtigkeit gerufen. Corona ist gerecht. Ohne Grenzen, ohne politische Ambition, ohne Anspruch auf die Wahrheit, ignoriert sie Hierarchien, Nationalitäten, Geschlecht und Hautfarbe. Die Menschen sind verunsichert und viele haben Angst. Wir dürfen uns dafür öffnen, dass es nicht mehr darum geht, den alten Zustand wiederherzustellen, sondern dass wir an der Schwelle stehen zu einer neuen Erde. Die Lehrer der neuen Zeit werden nicht aus dem Intellekt, sondern aus dem Herzen handeln. Du bist so ein Lehrer. Dein Mitgefühl, deine Güte und Vergebung sind die neuen Ressourcen, die niemals versiegen, weil sie von der Liebe genährt werden. Die Erde wird jetzt ruhiger und wir hören auf zu rennen. Besinnungszeit. Das ist der Moment, in dem du dich auf die neue Zeit und die neue Erde einstimmen kannst. Entscheide dich nun für deine wahre schöpferische Kraft und verbinde dich mit denen, die das auch tun, zu einem neuen Gemeinschaftswerk der Liebe. Das Paradies ist kein Ort, sondern ein Zustand. Das Paradies ist der Moment, wo der Schleier der Illusion fällt und das Licht deiner göttlichen Herkunft sichtbar wird. Und dann lass dich nieder an einem Platz, wo du gerne zur Ruhe kommst, wo du bequem sitzt und die nächsten 30 Minuten nicht gestört wirst. Schließ deine Augen. Und dann schenk dir ein, zwei, drei tiefe und sanfte Atemzüge. Atme tief ein. Spür den Atemstrom bis in deinen Bauchraum. Du kannst durch den offenen Mund ausatmen. Noch einmal tief und sanft einatmen. Und ausatmen. Und lass beim Ausatmen alles los. Es gibt keinen Zustand mehr, den du kontrollieren musst. Du bist hier gehalten und getragen in diesem Moment. Kannst es dir vorstellen, als ob du in einer großen, warmen Hand liegst, die dich trägt und hält. Und du bist ganz liebevoll mit dir selbst verbunden, schenkst dir, dem wichtigsten Menschen in deinem Leben jetzt, die Aufmerksamkeit. Und dann spür mal, wie du mit den nächsten ein, zwei Ausatmungen deine Schultern noch ein wenig sinken lässt und ganz bei dir ankommst. Atme.
Und dann stell dir vor, wie du aus der höchsten Quelle, einem lichten Feld über dir, einen lichten Strahl zu dir führst mit deinem Einatemstrom. Und jetzt trifft er genau auf dich und du atmest tief ein. Und dieses schöne, strahlend, diamantenfarbene Licht fließt in dich hinein und mit deinem Ausatemstrom lässt du es in den ganzen Körper hineinfließen, bis dein ganzer Körper in diesem Licht erstrahlt. Atme noch einmal ein, noch mehr Licht fließt nach. Und beim Ausatmen flutest du es noch einmal in deinen Körper. Und dann magst du mit dem nächsten Einatemstrom wieder Licht aufnehmen und beim Ausatmen diese Energie durch deinen Körper hindurch, durch deine Beine, durch deine Füße in Mutter Erde hineinfließen lassen. Tief hinein, bis zum Herzen von Mutter Erde. Und von dort mit deinem nächsten Einatemstrom nimmst du die Energie aus Mutter Erde auf, atmest sie tief ein. Und beim Ausatmen lässt du sie in den ganzen Körper hineinfluten, hineinstrahlen. Spür, wie sich die Energie verändert. Wie dein Körper jetzt ausgestattet mit dieser wundervollen Energie von Mutter Erde in Verbindung geht. In eine kraftvolle, in eine schöne Verbindung mit der Erde. Spürst deine Füße auf dem Boden, spürst, wie du auch hier getragen und gehalten bist. Stabil, sicher. Und seit Anbeginn deiner Reise hier auf Mutter Erde bist du im höchsten Maße begleitet. Und wenn du zurückschaust auf dein bisheriges Leben, erkennst du die Situationen, in denen du das auch genau gespürt hast. Und jetzt, hier in deine Zeit, in deinen Raum, laden wir alle ein, die dich unterstützt haben und jetzt unterstützen wollen in diesem Ritual der Ermächtigung. Deine geistige Begleitung genauso wie alle Seelen, die in liebevollster Verbindung zu dir stehen, egal ob sie noch im Körper sind oder nicht. Herzlichen Dank für eure Führung. Und dann atme sanft weiter und lenk deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Atme und spüre deine Lebendigkeit, das Strömen, das Fließen, das Kribbeln und Pulsieren in all deinen Zellen. Deine Seele lebt in diesem Körper. Und dieses Wunder kannst du gerade spüren. Die Welt da draußen ist in Aufruhr. Die Nachrichten überschlagen sich. Was könnte noch alles passieren? Und wer bist du in dieser Zeit? Sei ehrlich mit dir. Was ist deine größte Angst? Vielleicht nicht in deinem Tagesbewusstsein, aber nachts, wenn du aufwachst. Welche Gedanken kommen da? Und ich bitte dich, diesen Gedanken, die dir Angst machen, Raum zu geben, sie zu formulieren. Egal ob laut oder mit deiner inneren Stimme, sprich das aus, was du denkst zu dieser Situation, die sich dort draußen mehr und mehr aufbaut. Was könnte geschehen?
Was könnte passieren im schlimmsten Fall? Mit dir, mit deinen Lieben. Und wenn du den Gedanken gefunden hast, dann wiederhol ihn. Sprich ihn aus und spüre im gleichen Moment, wie dein Körper darauf reagiert. Du bist so wundervoll verbunden mit dir, dass du jedes Signal wahrnehmen kannst. Spür deinen Körper jetzt und erlaube ihm so zu reagieren, wie er reagieren möchte. Sag mit deiner inneren Stimme, ich bin bereit, alles, was sich gerade in mir zeigt, wahrzunehmen, ohne es verändern zu wollen. Es darf sich sogar ausbreiten. Alles in mir darf da sein, denn nichts von dem, was ich hier spüre, kommt von außen. Und dann lass los. Kämpf nicht gegen das, was sich in deinem Körper gerade zeigt. Alles, was hier spürbar wirkt in dir, ist schon lange gespeichert und wartet auf deine liebevolle Wahrnehmung und auf deine Annahme. Der Zustand, der sich jetzt hier zeigt, ist älter. Älter als die aktuelle äußere Situation. Ja, du bist jetzt im Kontakt mit sehr alten Bekannten. Der Angst, der Ohnmacht, vielleicht auch der Wut oder deiner Trauer. Sei liebevoll mit dir, aber sei mutig. Lade dieses Gefühl oder diese Gefühle ein. Liebevoll wie einen guten Freund. Du meine Angst, du meine Ohnmacht. Ich kann dich spüren im Körper und ich habe dich so lange kontrolliert oder versucht wegzumachen, mich abzulenken. Aber jetzt bleibe ich hier. Ich atme ruhig und erlaube dir sogar, dich auszudehnen, auch wenn das für meinen Kopf sehr ungewohnt ist. Sag mit deiner inneren Stimme, ich vertraue auf die Kraft meiner Liebe, die diese alten Dämonen verwandelt, wenn ich aufhöre, gegen sie zu kämpfen oder sie auszuhalten. Sprich deine Gefühle an. Du bist meine Angst, meine Ohnmacht, Trauer, was auch immer. Ich bin so lange vor dir weggelaufen, aber heute bleibe ich hier und drehe mich um. Ja, ich öffne sogar meine Arme für dich. Du folgst mir schon so lange. Und ich weiß heute, dass ich dich einmal unbewusst in diese Welt gegeben habe. Das habe ich lange nicht verstanden. Und schau mal, ob du mit dem nächsten Ausatmen innerlich loslässt den Kampf. Und diesem Gefühl wirklich erlauben kannst, ganz da zu sein, vielleicht jetzt sogar an deinem Arm zu liegen. Nicht um wegzugehen, sondern um es bewusst zu spüren. Vielleicht sogar mit einem vorsichtigen Schritt nach links und rechts. Mit diesem Gefühl zu tanzen. Schau, was passiert, wenn du nicht kämpfst, sondern führst.
in dieser kraftvollen Position, in der du dich gerade befindest, in der du nicht mehr wegläufst, deine Verantwortung übernimmst für dein Schöpferwerk, für deine unbewussten Begleiter. Dann magst du jetzt deine Aufmerksamkeit in deinen Herzraum lenken, an diesen schönen Platz in der Mitte deiner Brust. Der Ort, wo du unwillkürlich deine Hand hinlegst, wenn du berührt bist von etwas. Nimm die linke Hand und wirf sie nicht auf deine Brust, sondern lass sie ganz sanft auf deine Brust sinken. Lass dich einladen von deinem Herz. Und in dem Moment, wo deine Hand auf deiner Brust zu liegen kommt, spüre, was dich durchfließt, wie es wärmer wird und weiter. Wie etwas in dir Licht wird, wie etwas in dir beginnt zu fließen. Und dann atme aus. Und dann schau einmal aus dieser kraftvollen Verbindung mit deinem Herzen. Schau nochmal auf die Zustände im Außen. Gibt es da nicht einen Teil von dir, der sich das immer gewünscht hat? Dass die Menschen sich besinnen, aufhören zu rennen, aufhören zu kämpfen, aufhören nach immer mehr zu streben, auch wenn sie sehen, dass es ihnen selbst, den anderen, Mutter Natur, den Tieren und Pflanzen nicht gut tut. Wie oft hast du Bilder gesehen von Kriegen, von Krankheit, von Hunger, von zerstörter Natur, von Müllbergen und Schlachtstraßen? Dein Herz hat gerufen, stopp, stopp. Und der Verstand sagte, was kann ich hier schon ausrichten? Was ist, wenn deine Sehnsucht nach Frieden und Verbindung, nach Freiheit und dem tiefsten Sinn für dieses Leben nicht nur in deinem, sondern in allen Herzen schlummert? Und was kann geschehen, wenn wir uns alle plötzlich daran erinnern? Es ist deine Wahl. Die alte Angst zu füttern oder dein ganzes Licht zu erkennen, es zum Strahlen zu bringen und auf diese Erde zu schenken. Und vielleicht erinnert sich etwas in dir gerade daran, dass du genau dafür hergekommen bist. Indem wir unser eigenes Licht leuchten lassen, geben wir unbewusst anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Indem wir uns von unserer eigenen Angst befreien, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Marianne Williamson. Du bist jetzt an dem Punkt, wo du dem alten Meister, der alten Meisterin in dir die Erlaubnis gibst zu erwachen. Du bist nicht durch Äonen der Erdzeitgeschichte gereist, um jetzt zu scheitern. Du hast dir diese Zeit und diese Gemeinschaft gewählt, um dich endlich aus der Illusion von Angst und Trennung zu befreien. Spüre.
Spüre, ob du heute bereit bist für eine unglaubliche Entscheidung. Und wenn ja, dann sprich die folgenden Worte mit deiner inneren Stimme und schau, wie es sich anfühlt, wie diese Worte in dir wirken. Ich erlaube dem Licht in mir jetzt zu erstrahlen. Ich erlaube, der tiefen Wahrheit in meinem Herzen lauter zu werden als meinen Verstand. Ich erlaube dem göttlichen Potenzial in mir zu erwachen. Und ich segne meinen bisherigen Weg, der mich genau hierher geführt hat. Spüre, was jetzt passiert. Spüre, wie sich dieses Licht aus deinem Herzraum ausbreitet und du mehr und mehr erfüllt wirst von lichter Energie. Halte nichts mehr zurück. Sprich weiter, ich erlaube dem Licht in mir, sich ganz auszubreiten, ohne Begrenzung und mit ihm die Liebe. Die Liebe zu mir, zu allem, was mich umgibt. Und mit dieser Liebe das Mitgefühl, die Güte, die Vergebung, das Vertrauen und die Dankbarkeit. Alles, was mich hier begrenzt hat, darf sich in diesem Strahlen jetzt auflösen. Das Licht in mir breitet sich weiter und weiter aus. Immer weiter wie Wellen in meinem Körper und darüber hinaus. Atme und spüre, wie sich dieses Licht aus den Grenzen deines Körpers hinaus bewegt, durch alle Schichten deines feinstofflichen Körpers hindurchfließt. Und du erlaubst ihm grenzenlos sich weiter und weiter auszubreiten. In den Raum, in dem du sitzt. Aber selbst da begrenzt sich dieses Licht nicht. Es fließt und strahlt weiter durch die Wände hindurch, in die Nachbarzimmer, in die Nachbarwohnung. Schau, wie dieses ausdehnende Strahlen andere Menschen erfasst, vielleicht Menschen in deiner Umgebung, die du kennst und liebst, genauso wie Menschen, die du noch nicht kennengelernt hast. Und während sich dein Strahlen weiter und weiter in diese Welt hinausgibt, kannst du die Menschen, die davon erfasst werden, plötzlich sehen, ganz klar. Du siehst die Menschen mit ihrem schönen Herz und du siehst ihre Schatten aus Angst, aus Trauer, aus Kleinheit, Ohnmacht und Selbstbegrenzung. Und in dem Augenblick, wo dein Licht sie erfasst, wo es zu ihnen fließt, in sie hineinstrahlt, in ihre Körper, in ihre Herzen, erkennst du, wie etwas in deinem Licht erwacht und wie sie sich erinnern.
Dein Strahlen breitet sich weiter aus. Schau, wie dein Licht in Wellen durch die Straßen, den Ort, den du kennst, und immer weiter fließt. Bis dieses Licht, was von dir ausgeht, auf eine andere Seele trifft, die gerade die gleiche ungeheuerliche Entscheidung getroffen hat, nämlich sich zu erinnern. Und da schließt sich der Kreis. Immer mehr Licht fließt zueinander. Du bist nicht alleine. Wie auf einer Frühlingswiese bist du nicht der einzige Krokus, der wächst, sondern wenn du dich umschaust, siehst du, wie im Sonnenlicht immer mehr dieser wunderschönen Pflanzen aufgehen. Begrenz dich nicht. Lass dein Licht noch weiter fließen, in noch größeren Wellen in die Welt hinaus. Bis zu jenen, die bisher in ihrer Dunkelheit verharrten, um auch sie zu erinnern und einzuladen für diesen großen Wandel. Das, was gerade passiert, ist wohl der spannendste Moment in der Menschheitsgeschichte. Und von allen, die im gemeinschaftlichen Geist gerade sich mit ihrer inneren Kraft verbinden, desto mehr Licht findet zueinander, vereint und multipliziert sich. In jedem, der von dieser Strahlkraft erfasst wird, weicht die Angst. Die Angst weicht der tiefen Sehnsucht von dem Wunder göttlicher Liebe, der größten Macht im Universum. Und dann besinne dich noch einmal. Bist du jetzt nicht gerade da, wo du immer sein wolltest? Erkenne, dass du es selbst bist, der, die, auf den du immer gewartet hast. Nicht nur du. Spüre, wie Mutter Erde dich willkommen heißt. Ja, sie hat dich gerufen. Um genau das zu tun, was du gerade tust. Und es zu diesem Zeitpunkt zu tun. Danke für dein Strahlen. Deine unendliche Liebe, die sich wie aus einer Quelle aus deinem Herzen jetzt über diese Erde verteilt. Glaube nicht mehr den Bildern der Angst, sondern diesem Gefühl der Verbundenheit, des Mitgefühls und einer tiefen Freude, die mehr und mehr in dir aufsteigt, für all das, was kommen wird, weil du es entscheidest. Danke, dass du gekommen bist, dich zeigst, und jetzt das wählst, was dich glücklich macht. Und dann gönn dir noch einen Moment, um einen tiefen Herzenswunsch vor deinem inneren Auge entstehen zu lassen. Ein Bild, wie diese Welt aussehen kann, mit so vielen wunderbaren, erwachten Menschen. Und dann schau dich an, in dieser neuen Zeit, wenn du deine Fähigkeiten, dein Hochtalent wieder in Anspruch genommen hast.
spür mal dein Lebensgefühl in diesem Moment. Du hast das Bild vor deinem inneren Auge. Lass es sich mehr entfalten. Und spür das Gefühl von Frieden. Und das Gefühl von wundervoller Macht, nicht über andere, sondern der Ermächtigung, etwas ohne Anstrengung tun zu können, etwas sein zu dürfen, nur dadurch, dass du dort bist, wo du jetzt bist. Sieh das Bild und nimm wahr, wie es sich anfühlt. Lass dich davon durchströmen. Denn so wird es Realität. Das ist das ganze Geheimnis. Lass dir alle Zeit, die du magst. Bevor du dann langsam und in deiner Geschwindigkeit zurückkehrst, um vielleicht den ersten Schritt in Richtung deiner neuen Entscheidung zu tun, in dein neues Leben, auf der neuen Erde. Friede sei mit dir.